Herzlich willkommen auf meinem Kanal Kochen und Backen mit Marina. Heute mache ich Nudelnestchen mit Füllung und dafür brauchen wir solche Fadennestchen, also solche. Dann brauchen wir gemischte Hackfleisch. Ich habe hier übrig von meinen Pelmenis. Den werde ich dafür benutzen. Da braucht man die gleichen Zutaten für den Hackfleisch wie für Pelmeni. Das heißt, ich habe hier pürierte Zwiebel, Salz, Pfeffer und Dill. Alles gut durchmischt. Und wir brauchen noch Wasser. So eine Soße nehme ich. Statt so eine Soße kann man nehmen etwas Wasser, verdünnt mit 3 Esslöffel Tomatenmark, oder man nimmt passierte Tomaten und tut ein bisschen noch Wasser rein, damit man mehr Soße hat. Das Video von den Pelmenis werde ich euch verlinken. Jetzt Hände nass machen und so Frikadellen formen, dass es in Nestchen reinpasst, ungefähr so. Das Ganze sieht dann so aus. Und so alle Nestchen füllen. So ein Gericht kann man auch zu einem Fest machen. Oder auch zu Ostern wird es ganz schön aussehen. Sieht aus wie ein Nest und drin liegt ein Ei. Ganz schick und schmeckt sehr lecker. Man hat Fleisch und Beilage, Nudeln dazu. Und dazu noch ein Salat, dann habt ihr ein tolles, leckeres Mittagessen. Die genauen Mengenangaben schreibe ich euch unter Video oder im Video am Anfang. Könnt ihr dann nachschauen. So sieht das Ganze aus. Wasser nehmen, die Soße reinmischen. Ihr könnt beliebige Soße nehmen. Wir mögen halt diese. Schön würzig und cremig. So gut vermischen und jetzt das Ganze reinleeren. Bis Rand von den Nestchen soll die Soße sein. Das Ganze jetzt auf Herd stellen, zudecken. Das Ganze aufkochen, dann auf kleinste Stufe stellen und 25 bis 30 Minuten köcheln lassen. Dann sehen wir uns, wenn mein Gericht fertig geköchelt ist. Nestchen sind fertig. Laut Rezept muss man nur 500 ml Wasser nehmen. Ich habe etwas mehr genommen, weil ich Soße haben wollte. Macht wie ihr wollt. Wenn ihr Soße haben wollt, nehmt etwas mehr Wasser. Und wenn ihr keine Soße haben wollt, dann nehmt nur 500 ml Wasser. Jetzt nehme ich einen raus und zeige euch, wie das aussieht. Und die Soße drüber. Und obendrauf ein bisschen Dill. So sieht das Ganze aus. Ganz, ganz schick. Jetzt tue ich das mal aufschneiden. Alles ist gar. Probiert es mal nach, das ist sehr, sehr, sehr lecker und sieht auch sehr hübsch aus. Dazu noch ein Salat und ihr habt schnellen, leichten Mittagessen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, wünsche allen schönen Tag noch, bleibt alle gesund und bis zum nächsten Video. Tschüssli!